Erneut willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors hier in Water 7. Wir sind gerade dabei, Nami und Chopper zu helfen, wobei ich Nami im letzten Part aber noch geholfen habe. Die steht nämlich da drüben, der geht's gut. Aber Chopper ist immer noch im Bedrängnis und der ist da rechts, wo dieses eine Speicheralbum ist, kann man einen blauen Punkt blinken sehen. Das erkennt man ein bisschen schwer, aber da scheint er zu sein. Also muss ich jetzt irgendwie zu ihm hin und ihn retten. So, das heißt, eigentlich müsste ich da lang? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, dort lang. Oder doch eher erstmal da lang und dann nach rechts rüber. So, jetzt, eigentlich will ich dorthin, ne, da komme ich ja wieder zu Nami, verdammt, das war schon mal Fail, oh Mann, da kennt sich doch keine Sau aus, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin, hä? Ne, so komme ich nur zu Nami, ich will aber zu Chopper, ja, wir können mittlerweile sogar auf Kanonenkugeln reisen. Das ist irgendwie auch voll cool, aber man muss halt rechtzeitig loslassen. Na, Nami, alles klar? Offenbar schon. So, loslassen. Verdammt nochmal, wie komme ich denn jetzt zum Chopper? Dann muss ich doch da lang und diese Kanonenkugel nehmen. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. So, und dann hier lang. Und das war schon wieder Fail. Mann, Ruffy, du bist ein Trottel. Mann, wieso funktioniert diese Scheiße nie? Du sollst dich da rüberschwingen, du Idiot. Das ist immer so blöd, wenn man nicht im rechten Moment diese Scheiß-Taste drückt, das klappt nicht. So, und... Nee, da lang. Oder? Ja, weil da komme ich ja wieder zu Nami. Ich will nicht zu Nami. Ich will zu Chopper, verdammt. Wie komme ich zu Chopper? Der ist doch dort. Mann, Ruffy, das machst du doch mit Absicht, oder? Der Trottel springt auch nicht richtig, du... Vollkoffer. Du sollst da rüberspringen. Und da rüberspringen. Und hier rüberspringen. So. Wie komme ich jetzt... Kann ich da jetzt einfach... Nee, oder? Kann ich ja gar nicht. Da? Und dort? Da nicht schon wieder... Ne, hier? So, da... Aha. Ne, warte, da komme ich ja... Ich muss, glaube ich, hier lang. Ich habe absolut keine Ahnung. Also, das ist ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, ich müsste jetzt auf dem halbwegs richtigen Weg zu Chopper sein. Da drüben, das bringt ja nichts. Ich muss in die Richtung. So, genau. Und jetzt... Bin ich auch schon fast da. Bitte. So, ich höre Chopper, ich sehe ihn, aber wie komme ich jetzt zu ihm? Wie komme ich da zu ihm rauf? Von Ruffy ist kurz vom Abkratzen, ich brauche Energie. Ich brauche Energy. Irgendwas zu essen.
So, besiege die Gruppe Frankie Family und rette Chopper. So, Mission abgeschlossen. Oh, endlich mal geschafft. Jetzt gibt es noch mehr Verteidigung. Da drüben ist die Frankie-Stage, was auch immer das sein soll. So, Missionsstart. Schalt die Frankie aus. So, der Tanz von Frankie hat ein Schwerfeuer bewirkt. So, klettere auf die Bühne und hole Frankie runter. Lass dich so Frankie einen runterholen, das mache ich sicher nicht. Mensch, was macht der denn jetzt da drüben? Der verarscht uns. Der trollt uns, Leute. Der verarscht uns die ganze Zeit. Das wirst du noch bereuen. Aber eigentlich cool, dass man auch hier gegen Frankie kämpfen kann. Hätte ich ja nicht gedacht. So, jetzt ist er wieder runtergeplumpst. Ah, muss ja gar nicht so angeben. Ah, toll. Ruffy, du bist manchmal so ein Vollidiot. Jetzt ging das wieder daneben. So, warte mal, wir können sogar hier... Ah, ein Kutschchen Bier, sehr schön. Und ein Stück Fleisch, lecker. Na, jetzt gibt's aufs Maul hier. So, Frank hat aufgehört zu tanzen. Endlich, wurde auch mal Zeit. Jetzt ist er richtig sauer. Die Gruppe Frankie Family ist aufgetaucht. Doch nö. Kriegt auch noch Unterstützung, wie unfair. So, Zoro, mach auch mal was. Mach den Platz. Der Frankie ist doch ganz schön stark. Aber der ist immer noch ein Cyborg. Gomu-gomu-no!
Mission abgeschlossen! Die Tore sind offen, na bitte! Geht doch! Luffy! Omae wa Robin no moto e isoge! Ore tachi mo ato kara iku! Ah! Ja, saki ni itteru zo! Aber das machst du doch absichtlich, du Hurensohn. Ach du meine Güte, Leute, ich kenne mich ja schon wieder überhaupt nicht aus, wo ich hin soll. Eigentlich da zu dem grünen Kreuz auf der Karte. Speichern? Nee, will ich doch gar nicht. Will ich doch gar nicht. So, hier oder? Nee, hier sicher nicht. Wenn dann da lang. Nee, was zum... Alter, wo muss ich hin? Das ist so eine Scheiße hier. Er kennt sich doch keine Sau aus. Das ist schon wieder so unübersichtlich, dass es wehtut. Wo zur Hölle muss ich denn jetzt hin? Wie komme ich zu diesem scheiß grünen Kreuz auf der Karte? Hallo? Was muss man da machen? Wie komme ich da hin? Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Nein, da will ich nicht hin. Also manchmal hat man hier echt Wegfindungsprobleme. Das finde ich voll scheiße. So, da muss ich lang. Nein, nicht da oben. Da drüben. Hä? Mann, ich kenne mich nicht aus. Alter, was ist das jetzt für eine Scheiße? Leute, ich komme nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Was soll der Rotz? Hallo? Ich laufe jetzt nur im Kreis wie ein Trottel. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Mann, wie komme ich weiter? Armer Nasicken, Alter. Das gibt's ja nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Was soll der Dreck? Wieso geht das nicht weiter hier? Was soll der Mist? Ja schön, jetzt bin ich wieder hier. Und? Was habe ich davon? Nichts. Ich habe davon nichts. Ich bin jedes Mal da drüben wieder und dann... Das bringt ja nichts. Hä? Oder hier? CP9 の情報部員、正義の名のもとに、こ
殺しの願いを叶えるため。あなたと一緒にいたい。決して叶わない願い。それで平気で仲間を暗殺犯に仕立て上げた。 突然だが、あと数分でこの建物は炎に包まれることになっている。部屋の一階の部屋から直に火の手が上がる。犯人は海賊だ。そんなこともあるなんて。どけお前。私は先に行く。ああ、役目は果たした。僕が行くな、ロビン。まだ話は終わってねえ。いいえ、終わりも。 二度と会うことはない。時間つけてやる。回転ドア、エアドア、回転ドア、エアドア、肩をつけてやる。 肩をつけてやる。でっかい。エアドア断却。 我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義6式。よく身に染みたはずだ。世界政府の重要任務を任される我々4人と、 たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差が。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド。ヒョウ人間か。違う。 Wow, Leute, ich hab's geschafft. Episode 9 ist jetzt abgeschlossen. Immerhin sogar noch mit einer A-Bewertung.
Aber Alter, jetzt auch einfach nochmal so in einen Kampf reingeworfen worden gegen Bruno von der CP9. Der war jetzt ganz schön heftig, der Typi. Beherrschte auch die Formel 6 und alter Schwede. Das hat mich noch ein bisschen überrascht. Der Kampf war ganz schön heftig, aber geschafft ist geschafft. Okidoki, so ein paar Münzen habe ich noch bekommen. Einmal eine silberne Weltregierung-Münze mit Ausdauer 2 Sterne. Dann eine Eisberg-Münze, auch in Silberverteilung 2 Sterne in der Nähe von Liebe, fügt Stern hinzu. Und eine silberne Münze Frankies Zeichen, Ausdauer 2 Sterne. So, geil, sogar 2 Level-Ups gemacht, Level 20, so muss das. Der Aktion von Ruffy wurde hinzugefügt. Eine ganz schön lange Combo scheinbar. Alles klar, Leute. Dann würde ich vorschlagen, den Part jetzt wieder zu beenden. Und im nächsten kommt dann auch schon die nächste Episode. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die dann schon auf Enies Lobby spielen wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Also dann, danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei One Piece. Macht's gut, Leute. Ciao.